Neulich in Aventurien, ein DSA-Fan-Podcast. Folge 29, Torwahl. Swafnir zum Gruße und herzlich willkommen bei Neulich in Aventurien. Mal wieder mit einer neuen Folge. Wie ihr schon am Titel sehen könnt, geht's heute um Torwahl. Und da wir selten hier alleine sitzen, haben wir heute auch wieder einen Gast dabei. Mit dabei ist heute Atta. Hallo. Und wir haben als Gast Rintaro. Auf mir zum Gruße. Ein waschechter Torwaller, wie ihr schon hören könnt. Ja, Torwahl, ein Wunsch eines Zuhörers, dem wir direkt nachkommen und uns heute ein bisschen über die Torwahler unterhalten wollen. Im Speziellen tatsächlich Torwahler, weil wir alles, was noch so ein bisschen mit dazu drumherum gehört, zu den großen Landen auslassen, damit die Folge nicht mehrere Stunden einnimmt, sodass wir uns nur auf Torwahl beschränken. Ja, was fällt euch ein zu Torwahl? Also mir geht sofort durch den Kopf und das war schon von der ersten Stunde an Wikinger. Die Assoziation ist naheliegend und glaube ich auch so gewollt, wobei es halt nicht wirklich Wikinger sind, sondern so dieses Fantasy-Mittelalter-Wikinger-Bild, das man auch so, keine Ahnung, in anderen Serien Vikings und Co. findet und nicht so sehr das wirklich historische Wikinger-Bild. Damit hat es, glaube ich, nicht so viel zu tun. Da wären, glaube ich, die meisten Historiker auch ein bisschen in Ohnmacht fallen, wenn man das behaupten würde. Ja, aber ich glaube, dann dürfte man kein Rollenspiel spielen, oder? Wenn man historisch korrekt sein möchte. Sind ja alles nur Anlehnungen und genau. Wikinger haben zum Teil ja auch Sklaven genommen, da sind die Torwahler ja ganz außen vor. Also von daher gibt es da schon deutliche Unterschiede. Aber ja, ich glaube auch bei Torwahlern ist das Erste, was man im Kopf hat, immer Drachenschiffe, auf denen die dann zu See fahren und plündern, aber irgendwie sind Torwahler doch am Ende immer in der allgemeinen Wahrnehmung die Guten und gar nicht so die Piraten und Verbrecher, die sie ja de facto sind damit, sondern das ist halt irgendwie schon so, man schiert für die und Torwahler sind eigentlich immer positiv, so als Grundtenor im Vergleich zu ganz anderen Kulturen in Aventurien, die ja wesentlich schlechter besetzt waren oder sind. Oftmals dieser Grobschlächtige mit großem Herz, ne? Ja, genau, das ist der klassische Torwahler. Ja. War auch der Einstand bei mir überhaupt ins Rollenspiel, hatte ich eben schon mal angeteased, war tatsächlich ein Torwahler. Auch relativ untypisch als Schlachtenreiter. Aber man hat mich halt so dahingesetzt und hat gesagt, so von wegen hier, okay, du hast keine Ahnung von Rollenspiel, spielen wir hier so ein Torwahler, der ist einfach Krieger, der ist so Wikinger-mäßig oder sowas. Da kannst du nicht viel falsch machen, mach mal. Und ich fand, da wurde den Torwahlern so ein bisschen Unrecht mitgetan, weil wenn man sich so ein bisschen mit der Region und der Kultur so ein bisschen beschäftigt, kommt da ganz viel mehr drauf, als du bist ja nur ein grober Hau drauf und da machst du schon nichts falsch mit. Also ich denke, für die erste grobe, aber wirklich grobe Orientierungsrichtung in der Fantasy-Welt, auch in Aventurien, durchaus nehmen wir einfach Vikings als Serie, sich da vielleicht Inspirationen oder Bezüge zu holen, ist gar nicht so schlecht. Aber wenn man sich tatsächlich mit Torwahl in DSA beschäftigt, merkt man dann doch Unterschiede. Es ist anders. Also was am Ende dann in DSA rauskommt, ist doch ein bisschen anders. Also ich glaube, ich finde es tatsächlich gar nicht so falsch zu sagen, hey, wenn du einen Torwahler spielst oder eine Torwahlerin, das ist so relativ straight. Du nimmst einfach dir wirklich so das Klischee, den Klischee-Wikinger, bist so ein bisschen ungehobelt, duzt alle, trinkfest und rau gesittet, aber eigentlich ein guter Kerl. Da macht man, glaube ich, auch gar nicht in Aventurien so viel falsch. Was auf jeden Fall stimmt, ist, dass es viel mehr Tiefe dahinter gibt. Also die torwalische Kultur ist komplexer, als dass alle Torwaler so sind. Auch wenn sich natürlich ein Torwal, wie in einigen von den nicht so hochkultivierten Kulturen, durch die ganze Struktur natürlich ergibt, dass die meisten TorwalerInnen kämpfen können, die meisten können grundsätzlich handwerkliche Sachen erledigen, weil jeder in dieser Gemeinschaft alles erledigen können muss, die er sich auf alle verlassen muss. Aber ich glaube auch, ich habe mit DSA 4 angefangen und was bei DSA 4 finde ich auch sehr prägend war, dass die Torwaler da noch als eigene Spezies gehandelt wurden, weil die Menschen waren ja in verschiedene Spezies geteilt und die besten Attributsboni für Kampfcharaktere hatten. Also das Klischee in DSA 4-Zeiten war immer, okay, wie kriege ich es hin, dass mein
Basara Gladiator vielleicht doch torwalsche Wurzeln haben könnte oder meine Ritterin aus dem Mittelreich kann die nicht doch torwalsche Großeltern gehabt haben, damit man die Attributsboni mitnimmt. Und ich glaube auch, dass TorwalerInnen sind so das, also waren zumindest lange Zeit die typische Einstiegsrolle. So, wenn du anfängst, dann ist TorwalerInnen auf jeden Fall ganz oben auf der Liste von Sachen, die man dir empfehlen kann. Spiel eine Torwalerin und spiel einen Dieb. Das sind sehr einfache Konzepte, die funktionieren, die kann man sich sehr leicht erschließen, auch ohne Vorwissen über Aventurien. Und die haben nicht irgendwie Magie oder Liturgien oder den ganzen Kram dabei. Das hat sich bei DSA 5 nicht ein bisschen, also ich erlebe nicht mehr so viele Torwaler wie früher, so meine Wahrnehmung. Weil als wir auch gerade diese Folge vorbereitet haben, habe ich überlegt, mit welchen Torwalern habe ich zusammen gespielt oder Torwalerinnen. Und es ist einer in den letzten 4 Jahren, in denen ich wirklich intensiv DSA spiele. Ein einziger. Das ist traurig, wie ich finde. Ich finde, es sollte also viel mehr Torwale auf dieser Welt geben. Ich muss korrigieren, das ist nicht ganz richtig. Wir haben kurzzeitig, also war ich in einer Felerson-Runde, da waren wir mit 3 Torwalern natürlich unterwegs, aber die hatten nicht lange gehalten. Aber ansonsten, also außerhalb von Torwale bin ich einem einzigen Torwaler begegnet. Und früher waren die überall. Ja, dieses war aber sowieso, glaube ich, so eine kleine Krankheit von DSA 4 und 4.1. Also 4 habe ich keine Ahnung von. Mit 4.1 habe ich erst gestartet tatsächlich, meine Rollenspielkarriere in Anführungsstrichen. Aber ja, natürlich hast du dann immer diese Punkte und natürlich hast du so auch, selbst wenn es nicht wollt, ist immer so mit einem halben Auge drauf geschielt, so nach dem Motto, wenn ich schon einen kämpferischen, sind wir irgendwo in der Region oder zumindest in der Nähe von einem Meer oder sowas, ja, dann könnte man vielleicht dann doch den Torwaler nehmen und nicht den allgemeinen Mittelländer. Aber ja, der Klassiker war auch, ja, ich wurde da, bin vom Schiff gefallen und dann Strand gespült worden. Meine Mutter ist dann Strand gespült worden. Deswegen bin ich Torwaler in. Und im Endeffekt kommen Torwaler ja überall hin. Also es gibt ja sogar einen Torwal, also es gibt ja diesen großen Umzug in ein Festum, der genau dem Sieg über die Torwaler gewidmet ist. Das heißt, selbst einmal komplett im Aventurien rum gab es Torwaler, die bis dorthin gesegelt sind mit ihren Raubzügen. Sind Ortas irgendwie, die in der Nähe von der Landfall beheimatet sind, also von daher. Ja. In Brabak ist, glaube ich, eine, und deswegen ist Brabak auch seit jeher Verbündeter von, ich mein, bin nicht sicher, ob es Brabak ist, aber eine der südaventurischen Städte ist seit jeher Verbündeter der Torwaler, weil eine torwalische Otter die Stadt gerettet hat und sich seitdem dort angesiedelt hat. Und dementsprechend besteht da quasi eine Art Bündnis und ein Hafen, wo alle torwalischen Otters und Otterjaskus immer willkommen sind. Von daher ist es ja eigentlich auch recht naheliegend, wenn man, egal wo man in Aventurien spielt, man ist nicht so sehr auf Torwal beschränkt, wenn man einen Torwaler spielen möchte. Und auch in DSA 5 gibt es ja wunderschöne Regionalspielhilfen für die Torwaler, die dann auch Tiefe bekommen. Also wenn man jetzt entweder, ob man jetzt in dem Land selbst oder in das Land selbst geht, oder eben einen solchen Charakter spielen möchte. Absolut. Torwala ist nicht zwingend ans Wasser gebunden. Auch diese können Gründe haben, um in die Welt hinauszuziehen und irgendwas anderes zu erleben. Oder sie haben ja auch oft genug Krieg geführt. Da sind die ja auch schon mal von A nach B. Waren ja auch wichtiger Verbündeter, glaube ich, irgendwie des Mittelreichs oder so. Der Orkensturm ist, glaube ich, auch hauptsächlich durchs Mittelreich gezogen, weil sie bei Torwal nicht weitergekommen sind oder so, oder? Das ist so ein urbaner Mythos. Nee, der Orkensturm, der das Welttal erobert hat. Also nicht es gibt, wenn ich mich gerade, also da mag man nicht drauf festnageln, aber einer der Orkenstürme, der letzte, der kleinste, hat das Welttal erobert und ich glaube nicht so sehr das Mittelreich erwischt. Es kann auch sein, dass es auch das Mittelreich erwischt hat, nur das Welttal darunter gefallen ist. Und der Angriff aufs Welttal erfolgte auf jeden Fall, weil man sich in Torwal festgerannt hatte und sich dann entschieden hat, okay, wir gehen in die andere Richtung, das ist hier viel zu mühsam und viel zu wenig produktiv. Das müsste, glaube ich, der letzte Orkenstamm, der 4. Orkenstamm gewesen sein. Und deswegen haben wir das Welttal erobert. Aber was man auch gleich sagen muss, die Torwal und die Orks haben traditionell durchaus schon Konflikte. Also da gibt es auch mehrere größere Kämpfe und auch in den letzten Jahren. Aber es gibt ein Orkviertel in Torwal, wo Orks frei leben können und sich auch in Torwal frei bewegen können. Das ist auf dem Land wahrscheinlich nicht überall so verbreitet, weil die Plünderungen natürlich auch aktiver waren. Aber Stadt Torwal erkennt Orks als, ich sag mal, als
Kulturschaffende an, was man zum Beispiel über Weiden jetzt nicht sagen könnte, über große Teile des Mittelreichs, wo Orks halt eher als Bestien und als quasi Feind von Natur aus betrachtet werden. Ich kann mir aber vorstellen, dass es relativ logisch ist, weil ich meine, selbst wenn sich erbitternde Feinde gegeneinander bekämpfen, wenn es beides Kriegervölker sind, können sie ja trotzdem irgendwie eine Art Respekt voreinander empfinden, weil sie sagen, hey, ihr habt gute Krieger, wir haben gute Krieger, wir sind mehr oder weniger auf Augenhöhe, was so Kämpfer angeht, und dadurch entsteht Respekt und dadurch hast du wieder eine Grundlage von Diplomatie, soweit man das bei den Orks mitgeben kann. Wobei die Orks ja auch nicht unbedingt so dumm sind, wie die oftmals in Abenteuern dargestellt wurden. Ja. Wobei man auch gleichzeitig sagen muss, also sind wir von den grundsätzlichen Werten und der Kulturordnung sind die Orks schon sehr anders aufgestellt, weil die Orks sind sehr hierarchisch, während die Torvaler wahrscheinlich in Aventurien das sind, was einer Demokratie am nächsten kommt. Zumindest innerhalb der Otter wird ja der Hetmann oder die Hetfrau gewählt und kann auch abgesetzt werden, wenn er oder sie nicht den Anforderungen entspricht. Und die Orks sind natürlich auch ein Volk, was sehr aktiv Sklaverei praktiziert, die ja auch im Endeffekt ihre Frauen wie Sklaven behandeln oder wie Tiere. Während die TorwalerInnen ja von jeher Gleichberechtigung da noch natürlich, als das in Aventurien gesetzt ist und natürlich Sklaverei von rundheraus abgelehnt wird, was ja auch einer der Hauptgründe ist, warum Torvaler und die Al'Anfana nie übereinkommen. Weil Freiheit halt in Torvalen ein sehr hoher Wert ist und auch die Freiheit und damit auch die Verantwortung jedes Einzelnen sehr hoch geschätzt wird. Ja, aber ist das nicht sogar auch außerhalb der Otter? Also der hätte man, der hätte Leute in Torvald selber, wird doch auch demokratisch gewählt, oder? Ja, zumindest es gibt auch Positionen, also es gibt noch den Hersir oder die Hersirin, das ist das Sippenoberhaupt, das wird ernannt vom Vorgänger oder der Vorgängerin. Das ist quasi gerade in so in kleinen Dörfern oder in so Bauernhöfen, da lebt eben meistens eine Sippe. Und die Hetmann und Hetfrauen werden von größeren Dorfgemeinschaften gewählt oder innerhalb einer Otajasko, also einer Schiffsgemeinschaft, die dann aus mehreren Sippen bestehen kann. Da gibt es dann diese demokratische Wahl. Aber ja, im Großen und Ganzen, das sind die wichtigen Rollen. Also Hetmann, Hetfrau und der Hetmann, also der Hetmann, die Hetfrau, der Hetleute, sind natürlich die wichtigsten Personen in Torwal. Und wahrscheinlich also der Hetmann, der Hetleute, bzw. Hetfrau, der Hetleute ist das, was man am ehesten mit einem Herrscher oder einem König vergleichen könnte oder einer Königin. Also da ist schon viel mehr Demokratie drin als in den meisten anderen Kulturen. Wie üblich, also was heißt wie üblich? Nein, aber wie so oftmals in Aventurien ist aber auch in Torvald Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau. Also da gibt es jetzt kein Geschlecht, das vorherrschend wäre oder stärker gelagert wäre. Von daher, also das sind so alles Sachen, die man auch tatsächlich bei den Fantasy-Wikingern, Vikings so wiederfindet. Ne? Also von daher ist die Orientierung da dran, wenn man so einen weltlichen Bezug oder eher gesagt einen Hollywood-Bezug haben möchte, vielleicht in dem Fall, ist gar nicht so verkehrt. Und umgekehrt, also nicht das Kulturelle, sondern das Geografische ist dann ja doch schon an den nördlichen Ländern doch ein wenig orientiert. Ne? An den Fjorden, ja, an den Küsten. Ja, es gibt ja auch dieses klassische hier, die Felsen von Dover, diese Kalkfelsen oder so, die findest du in Torvald ja auch wieder. Ja, also alles so, ich würde sagen, ab Großbritannien nordwärts findest du alle möglichen Regionen auch in Torvald wieder. Aber nochmal, um zurückzukommen auf deine Gleichberechtigung, ich würde einfach jetzt mal frecherweise behaupten, es gibt, glaube ich, kaum eine andere Kultur, wo die Gleichberechtigung so prägnant ist wie in Torvald. Ich meine, das Antibeispiel wäre natürlich Andergast, klar, da ist ganz klar Patriarchat. Aranien, ist das Aranien? Ist, glaube ich, das Matriarchat, da ist ja auch wieder Ungleichgewicht in Anführungsstrichen. Aber, also vielleicht ist es nur, kommt es mir nur mir so vor, aber ich habe das Gefühl, auch teilweise in den Abenteuern, die ich bisher gespielt habe, wo ich natürlich auch nicht hundertprozentig weiß, ob die Spielleitung sich da wirklich eins zu eins an das Abenteuer gehalten hat oder vielleicht was anderes hineininterpretiert hat. Ich habe immer das Gefühl, es sind ähnlich viele starke Frauencharaktere wie Männercharaktere da. Also ich glaube, das kann man wahrscheinlich nicht final sagen. Meine Wahrnehmung ist tatsächlich, dass
Also diese Gleichberechtigung war immer kanonisch festgelegt, also zumindest länger, auch schon bei mehreren Editionen. Ich hatte bloß immer die Wahrnehmung, dass das im Mittelreich oft dann mal vergessen wurde, weil man halt ans europäische Mittelalter gedacht hat. Und da war natürlich dieses klassische, ja, die Prinzessin wird verheiratet und es sind halt vor allem männliche Herrscher vorhanden. Also ich will das gar nicht, das ist jetzt nicht, dass ich das irgendwie belegen könnte oder mit Sicherheit sagen könnte, aber ich glaube, in Thorwald ist diese Gleichberechtigung einfach sehr, also die ist viel tiefer verwurzelt und sehr viel konsequenter auch so durchgezogen worden durch die DSA-Geschichte, weil es halt auch eben durch dieses romantisierte Wikingerbild einfach und mit der Schildmaid halt einfach viel, viel stärker verankert ist, auch in den Grunddenken. Wenn man, glaube ich, Mittelreich leichter rein verfällt, doch zumindest männliche Erbfolgen zum Beispiel festzulegen und durchzuziehen. Also finde ich in den Erblinien viel seltener Frauen als Männer an der Macht. Was eigentlich ja überhaupt keine Logik hat, wenn man sagt, eigentlich sind alle gleichberechtigt und es ist so gleichberechtigte Erbfolge. War ja auch im Mittelreich irgendwie, ich glaube, aktuell ist kein männlicher Kaiser auf dem Thron, ne? Nee, Ohaja ist Kaiserin. Genau. Und davor war ja auch so, war ja noch was Spezielles, aber ansonsten stimmt, hast du recht, dann war es eigentlich immer das männliche Glied, was dann so im Mittelreich so vorgeherrscht hat, ne? Ja, das haben sie ja rückläufig kanonisch erklärt, dass Karl quasi dass der Kaiserthron nur männlich vererbt werden durfte, wegen irgendeiner Kaiserin, die Unfug getrieben hat. Und dass Harl das aufgehoben hat, eben für Rohaya. Ich meine, es war Harl. Man möge mich nicht drauf festnageln. Irgendeiner der letzten Kaiser auf jeden Fall. Was aber, glaube ich, in Thorwald nochmal prägnanter ist, ist auch, also Thorwald nutzt eben Patronyme und Matronyme. Also der Nachname wird nach den Elternteilen bewertet. Und ich glaube, das ist tatsächlich etwas neuer in den kanonisch festgelegt, weil ich glaube, also ich erinnere mich noch so, dass ich DSA 4 so gelernt habe, dass es eigentlich immer der Name des Vaters ist. Außer die Mutter hat herausragende Dinge geleistet. Und in der neuen Edition heißt es jetzt, der Name Vater und Mutter einigen sich darauf und im Notfall entscheidet ein Ringkampf darüber, nach wem das Kind benannt wird. Und das kann auch durchaus bei mehreren Kindern unterschiedlich sein. Also dann kann zum Beispiel die Tochter nach dem Vater und der Sohn nach der Mutter benannt sein oder wie auch immer. Ich glaube, das mit dem Ringkampf war aber schon irgendwie mindestens in 4.1. Wie gesagt, ich habe nur mit 4.1 gestartet, das heißt über 4.0 oder 3 oder so, habe ich überhaupt keine Ahnung. Aber ich meine, das mit dem Ringkampf hätte ich schon mal gehört und ich meine, das wäre auch noch bevor DSA 5 rausgekommen ist, hatte ich das schon in meinem Kopf als Fun Fact verankert. Aber also auch da merkt man halt, dass das inzwischen sehr fest verankert ist, dass eben beide Geschlechter in eigentlich allen Lebensbelagen gleichberechtigt sind. Ja. Was ich finde, was an Thorwald eigentlich somit das Auffälligste ist, ist eigentlich das Pantheon. Weil wenn man sich guckt von den, sag mal, von den Völkern, die jetzt, also die nicht abgeschieden leben, also natürlich, wenn man sich die Waldmenschen anschaut oder die Ferkiner oder die Trollzacker oder die von mir so Fjerninger und Gjallske, die leben sehr abgeschieden und haben deswegen ihre eigene Pantheon, aber da gibt es auch nicht so oft Konflikte. So, das Einzige, was es halt gibt, wo ja auch konstant Konflikt draus gemacht wurde, sind die Novadi, die aber auch sehr klar abgegrenzt sind, aber die Thorwaler, kein Thorwaler muss sich im Mittelreich fürchten, wegen seiner Religion verurteilt zu werden. Obwohl die Thorwaler ja eigentlich ein ganz anderes Pantheon verfolgen. Also, Svafnir ist fast schon ein Gott. Es gibt zwar andere Götter, andere Gottheiten, aber die spielen keine so große Rolle. Und zwar nimmt auch einfach so eigentlich alles Wichtige ein, also Seefahrt und Kriegsführung und Mut und Tapferkeit. Und dann erkennt man quasi noch an, dass es, also Effard ist aber so halb Gott und halb einfach Naturgewalt als das Meer. Travia ist halt groß. Genau, Travia ist sehr wichtig, aber auch Travia wird da sehr wehrhaft interpretiert, also als Beschützerin des Heims und nicht so sehr als die Gastgeber, also auch als Gastgeberin, Gastfreundschaft ist auch Travia, aber eben als Kämpferin. Und dann gibt es noch Ifirn und Firun. Und Firun ist auch da quasi personifizierte Winter. Und Ifirn, zu der betet man, um Firun zu besänftigen. Mhm. Und da hört es auf. Also die anderen Götter finden da quasi, Gottheiten finden da kaum statt, wenn man von den großen Städten weggeht. Also in Thorwald gibt es noch ein paar weitere Tempel und auch die Kriegerschulen verehren durchaus Rondra mit. Aber eigentlich ist das Thorwaldsche Pantheon auch, weil, also das ist auch relativ neu, ist es wieder die offizielle Setzung, dass nach Thorwaldsche Glaubensvorstellung Svafnir der Vater von Effard ist. Während nach mittelreichischer Setzung ja Effard der Vater von Svafnir ist. Svafnir als halbgöttlicher Sohn von Rondra und Effard. Und eigentlich ist das ein Verstoß gegen das Zwölf-Götter-Edikt und das jedem Horas-Edikt. Und wie hieße eigentlich, dass TorwalerInnen sich im Mittelreich auf Verfolgung einstellen müssten, aber liegt ja vielleicht auch daran, was sie schon an Historie mit der Priuskirche hatten. Vielleicht haben sie sich dadurch genug Respekt verschafft. Wahrscheinlich. Also, das ist so gefährliches Halbwissen jetzt bei mir. Du darfst mich gerne eines Besseren belehren, wenn ich da was falsch erzähle. Aber soweit ich weiß,
Altes Mittelreich mit der Preiskirche versucht, hey, unsere torvalischen Nachbarn, euch zeigen wir jetzt mal das richtige Zwölfgötter-Pantheon und zeigen euch mal, wie es richtig geht. Und das haben die Torwart eine ganze Weile mit sich machen lassen und haben gesagt, ja, ist okay, ihr dürft hier predigen, stört uns nicht weiter, ja, aber verunglimpft uns Zwaffen hier nicht. So, und dann hat aber die Priorskirche da etwas sehr strikt, wahrscheinlich ähnlich wie bei unserer irdischen Kirche, mal versucht, da ein bisschen mit der Dampfhammer-Methode durchzugehen. Das fanden die Torwaller irgendwann doof und hat die Priorskirche einfach aus dem Land geschmissen. Das ist so mein gefährliches Halbwissen, was ich dazu gekriegt habe. Ja, also ganz kurz, um das zu ergänzen, das ist im Kern richtig. Torwar wurde erobert vom Mittelreich. Die Zahlen habe ich mir rausgeschrieben, die weiß ich nicht auswendig. Das war 291 Bosbarans Fall. Und in der Zeit der Priesterkaiser, die ja allgemein sich in Aventurien sehr unbeliebt gemacht haben, also ja auch im Bornland, weswegen die Priorskirche da schlecht gelitten ist, und in Aranien und eben in Torwar, also in allen Bereichen, wo das klassische zwölfgöttliche Pantheon mit Prios als oberstem Götterherrscher nicht so gelebt wurde, die haben dann angefangen, in Torwal wirklich aktiv die Swafnir-Geweihten zu verfolgen. Und dann wurden die irgendwann rausgeschmissen, gegen 430 nach Bosbarans Fall. Und ich denke auch schon, das hat wahrscheinlich durchaus Respekt verschafft und inzwischen ist man halt da versucht, eher ein friedliches Zusammenleben in Torwal zu erreichen, weil natürlich deren konstante Überfälle auf Albernia, mit denen sie ja noch zeitweise irgendwann verbunden waren, das Mittelreich natürlich auch erheblich einschränken und den Handel an der Siebenwindküste ja quasi unmöglich machen, wenn die Torwaler das nur aufs Mittelreich abgesehen haben. Deswegen herrscht da inzwischen quasi ein weitestgehend eingehaltener Friede. Aber das ist der Ursprung. Also auch genau, die Priorskirche ist in Torwal auch sehr schlecht gelitten, weil die Priesterkaiser sich extrem unbeliebt gemacht haben. Nachvollziehbar. Aber im Gegensatz, sage ich mal, zu Rashtula ist das Ganze doch noch ein bisschen offen und auf jeden Fall wird Svafnir mehr geduldet und mehr angesehen an Aventurien und auch von den Aventuriern akzeptiert als eben Rashtula, sage ich mal. Ne? Es ist, natürlich kann man das jetzt nicht vergleichen, aber es wirkt auch zugänglicher und offener und jeder Torwaler, also ich meine, Ich glaube, jeder Torwaler und jeder kennt ja den Spruch der Torwaler. Bei Svafnir das wohl. Es ist der Einstiegssatz schlechthin immer, oder? Gerne, gerne. Einer meiner Torwaler ist auch einfach durch den strömenden Regen irgendwann mal gegangen und in eine Taverne und alle schlecht gelaunt bei schlechtes Wesen und bei schlechtes Wetter und er mit einem breiten Grinser. Was für Svafnir treues Wetter war, ihr Landratten? Und hat dann erstmal einen ausgegeben, weil das ganze Wasser, was aus dem Himmel kam, so glücklich gemacht hat. Und dann hatte er direkt Freunde in der Kneipe. Das war ein guter Einstieg. Ich glaube, dass tatsächlich, also eigentlich ist es in sich nicht völlig konsequent, weil auch zum Beispiel Rashtula, glaube ich, anerkennt, dass es die zwölf Götter gibt. Sie werden bloß als abtrünnige Diener Rashtulas betrachtet. Aber ich glaube, es ist auch einfach eine kulturelle Sache. Es ist eher, wenn man konstant Krieg mit den Völkern geführt hat. Und das war da wesentlich verstärkt als gegenüber dem Torwalerreich, was ja auch lange Zeit kein wirkliches Reich war. Dann sind die als größere Gefahr wahrgenommen und dann ist natürlich auch die religiöse Spannung gleich viel höher. Auch weil Torwaler wahrscheinlich toleranter gegenüber anderen Religionen und anderen Glaubenspantheren sind, als es nicht alle, aber zumindest manche Novadis sind und vor allem halt auch in der DSA-Geschichte Novadis früher beschrieben wurden, die auch relativ radikal eingestellt waren. Das haben wir ja jetzt mit der letzten Regionalspielhilfe, zu der es auch eine Folge gibt, quasi aktualisiert. Aber ich finde es trotzdem spannend. Was man, glaube ich, aber auch, wenn man über das torwalische Pantheon redet, drüber reden sollte, ist, dass im Gegensatz zum Zwölf-Götter-Glauben gar nicht der Namenlose, es ging später noch zu vielen anderen Pantheon in Aventurien, wo der Namenlose sehr oft vorkommt, unter anderen Bezeichnungen. Aber die Torwaler haben ja Ranga, die große Seeschlange und die sprichwörtliche Ranga-Brut, die Torwaler immer und überall verfolgen. Ist auch die Hauptbezeichnung für das Böse bei den Torwalern, oder? Wenn irgendwie jemand sagt, da kommt Unheil oder so, hat das immer gleich was mit der Ranga zu tun, ja. Wobei es trotzdem spannend ist, dass gleichzeitig Schlangentätowierungen bei Torwalern auch gerade in den Artworks immer wieder auftauchen, die ja eigentlich eher widersprüchlich sind, so vom Konzept her, weil Schlange ist ja sehr klar bezugnehmend auf Ranga. Ist es das? Weil ich meine, die sind ja relativ offen, was deren Endzeit angeht.
Und das ist ja, dass sie am Schluss an Svafnir Seite stehen, um gegen Haranga zu kämpfen. Und warum das nicht auf ihrem Körper auch abbilden als Endsymbol? So Anfang, Ende gehört ja alles mit da. Die sind ja relativ offen auch, was das angeht. Mhm. Da jetzt wieder wahrscheinlich ein bisschen, bisschen Bezug auf die Wikinger, ne? So von wegen das hohe Ziel im Kampf zu sterben oder sowas. Das geht ja auch grob in die Richtung bei den Torvalern. Da gibt es ja auch Svafnirs Hallen, wo sie sie dann ja auch hinterher zum Saufen und dann quasi auf die Endschlacht warten, auf die Endzeit. Ja, die Parallelen, was das angeht, sind auch sehr ausgeprägt. Also Torvalern hatten. Entschuldigung. Ja, wenn ich mir jetzt überlege, ich baue jetzt ein komplett eigenes Fantasy-Universum, ja. Und erstmal nur für meine Runde. Und dann denke ich mir so von wegen, ach komm, ich habe vielleicht einen kleinen Verlag gefunden oder so, der es aufmacht. Ja, mach mal mehr Völker rein. So, okay, gut. Also meine Kreativität ist gerade irgendwie in Volk XY reingegangen oder sowas. Ja, dann hole ich mir natürlich Anleihen aus der Realität. Deswegen heißt es auch, ne? Wir haben ja sämtliche Menschheitsvölker quasi oder zumindest Ethnien grob in Aventurien vertreten. Plus, minus. Natürlich kommt da viel Einfluss von außen. Hey, ist überhaupt keine Frage. Aber also ist mir tatsächlich beim nochmal Nachlesen für die Folge nochmal aufgefallen, weil Torvaler bestatten ihre Toten in der Regel also als Meeresbestattung. Brennend werden die auf einem kleinen Boot oder eventuell auf einem Floß aufs Meer gebracht, damit die Windstöchter Svafnirs sie finden, die schon sehr nah an den Walküren gehalten sind. Und eine der wesentlich genannten, also eine der auch mit etwas Geschichte genannten halbgöttlichen Personen im Torvalischen Pantheon ist Ögnir, den Sohn, den er mit einer Hexe hatte, einer Seidkona, der als Betrüger und Zwietrachtbringer gibt, dessen Parallelen zu Loki auch nicht von der Hand zu weisen sind. Also schon ganz spannend. Wisst ihr übrigens, warum Ranga der große Gegenspieler im Torvalischen Pantheon ist? Das habe ich tatsächlich aber nicht aus der Torvalischen Spielhilfe, sondern ich habe mich mit Myra neu in letzter Zeit beschäftigt. Denn, das muss man vielleicht auch mal sagen, die Torvaler stammen ja nicht wie die meisten Aventurier von den GöldenländerInnen, die quasi so die europäischen Aventurier geprägt haben, also Horasreich und Mittelreich, das sind hauptsächlich ehemalige GöldenländerInnen und auch nicht von den UrtulamitInnen, die eben schon in der Natur heimisch waren, die sich quasi dann auch zu NivesInnen abgespalten haben, sondern sie stammen von den Hjaldingern. Deswegen gibt es zum Beispiel das Saga-Torwald, das wird auch als Hjalding bezeichnet und die Runen sind immer noch Hjaldings. Die stammen aus Myranor. Und die wurden von dort vertrieben vom Haus Charybdis, vom Myranischen Imperium, das sehr eng mit Charybdoroth verbunden ist. Und Charybdoroth steht eben für Seeschlangen und andere Seeungeheuer, die im Torvalischen Pantheon eben die Gegenspieler darstellen. Und daher kommt quasi dieses Torvalische Feindbild. Das ist natürlich andersrum entstanden. Das Feindbild gab es wahrscheinlich wesentlich, bevor Myranor ausgeformt wurde. Aber das war so eine interessante Erkenntnis für mich, als ich mich mit Myranor näher beschäftigt habe. Dass das doch eine Ursache hat. Nee, das mit Charybdoroth hatte ich tatsächlich auch schon mal gehört, aber ich hätte es nicht so schön zusammenfassen können wie du jetzt. Von daher, aber komplett ausgeartet, aber dass solche Geschichten sind wie das Charybdoroth, also wann ist ein Gott ein Gott und wann ist ein Dämon ein Dämon, das könnte man wahrscheinlich noch ein komplett eigenes Ding mit aufmachen, weil Charybdoroth war in irgendeinem Zeitalter halt einfach mal ein Gott. Und hatte positive Dinge. Und die ist halt irgendwann aufgrund von Verderbtheit und hast du nicht gesehen, ist sie dann halt zu einem Dämon geworden. Ich würde sagen, eigentlich ist das ist die viel bessere Frage, weil wann ist eigentlich sehr einfach, wenn es nicht mehr, wenn sie in der siebten Sphäre herrscht, statt in einer der anderen. Dann ist das der Übergang von Gott zu Dämon, aber wie das passiert und wie das kommt, ist tatsächlich sehr spannend. Und gerade Charybdoroth ist ja natürlich dann auch eng mit dem, also hat natürlich für die Torwart auch einen doppelten Bezug, weil sie eng mit dem Meer verbunden ist, wo mit Effert und Svafnir und Numenoro ja mehrere Gottheiten Ansprüche erheben. Ich finde es ganz spannend, dass die Torwale eben auch den Namenlosen quasi nicht in ihrer Mythologie haben. Du findest in fast jeder aventurischen Mythologie irgendwo den Namenlosen, meistens als den Gegenspieler. Der heißt dann anders, der wird anders definiert, aber es ist eigentlich immer der Namenlose, außer bei den Torwalern. Die haben Seeschlangen. Ja, schon, aber ja auch nicht nur Seeschlangen. Das heißt, ich hatte ja eben schon mal gesagt, so von wegen, die für alles Böse nehmen sie ja Haranga. Also ich würde nicht sagen, dass die, nur weil sie es jetzt Haranga nennen und das für die vielleicht eine Entität ist, dass das nicht vielleicht auch so ein Mischmasch aus der Namenlose und Charybdoroth ist. Wahrscheinlich würden TorwalerInnen auch Namenloses wirken als Ranga gezücht und Ranga wirken, definieren und betrachten. Aber es gibt halt nicht eine Personifikation davon, eine Gottheit, die das darstellt, sondern es gibt halt Ranga, die für alles Böse quasi verantwortlich ist.
und Swafnir dagegen kämpfen. Das ist halt so ein sehr duales System. Und auch eben nicht so ein starker Pantheon-Gedanke wie in den meisten anderen mittelreichischen Kulturen. Manchen mittelreichischen Kulturen gibt es ja noch nicht mehr großartig die 12 Götter, sondern zigtausend irgendwelche Naturvölker und hast du nicht gesehen, gerade so in Dorfgemeinschaften. Also man kann sich auslassen, wenn man möchte, wenn man es aber lieber einfach hat oder so, dann bin ich ehrlich gesagt, bin ich dann lieber auf so einer torvalischen Seite, wo ich sage, ah, okay, gut, gibt's zwei. Travia unterstützt noch so ein bisschen oder so. Das begreife ich, das ist für mich als einfacher Mensch ist das besser zu begreifen als den x-ten Typ. Ja, der ist zwar auch für Natur, aber der ist für die gute Natur und der ist für die böse Natur und der ist für die Frühlingsnatur und der ist für die Winternatur. Dann blickt da ja irgendwann keiner mehr durch. Ja, das kann sehr, sehr unübersichtlich werden, gerade wenn man wirklich eine Regionalgottheit mit aufnehmen möchte. Von daher, finde ich, haben die Obrigkeiten das schon gut gemacht, alles in einen Topf zu werfen und zu sagen, ist halt böse, ist halt Haranga. Machen wir es einfach. Die Magier können das immer noch ausklamüsern und verifizieren und ja, ausklamüsern. Städte in Torvald. Habt ihr eine Lieblingsstadt in Torvald? Torvald? Ja, ist jetzt das naheliegendste. Also meine persönliche Lieblingsstadt ist Olpor tatsächlich. Ja. Ist auch einer meiner längsten gespielten Charaktere her. Das ist nämlich ein Kapermagier. Der ist auch sehr hochstufig geworden, weil wir irgendwann mal angefangen hatten mit, wir haben einfach irgendwelche Charakter genommen, die waren noch alle basic. Wir haben gedacht, wir spielen mal diese ganzen alten Abenteuer, DSA-Abenteuer einfach durch. Da die immer in unterschiedlichen Zeitepochen sind und wir keine Lust haben, irgendwie da spielen wir einen anderen Charakter, da spielen wir einen anderen Charakter, hat der Spielleiter sich damals halt einfach als Kniff ausgedacht, so von wegen, hey, komm, wir machen das ein bisschen drüber in der Ansicht. Ihr werdet einfach hier von Teclador gecheckt und mithilfe von, oh Gott, Echsen, Herr der Zeit, Satinav. Satinav, genau. Ihr macht quasi einen Pakt mit dem und ihr kriegt so eine Sanduhr auf die Brust und ihr geht quasi durch eine Tür und anstatt in die Kneipe zu kommen und mein Bier erwartet, stürzen wir plötzlich so 2 Meter irgendwie in den Sandboden und sind dann in der Wüste in einer anderen Zeit und haben dann da das nächste Abenteuer, was wir dann da begehen können. So. Das war dann quasi nur der Kniff und der ist halt immer nur am Anfang bzw. am Ende eines jeden Abenteuers aufgetreten. Und dadurch ist der halt sehr hochstufig geworden, der Charakter. Und ich kann euch sagen, gerade in DSA 4.1, wenn du da tatsächlich mal einen Kampfmagier machen möchtest, das ist ein Erfahrungspunktegrab. Und das ist auch der Charakter gewesen, der hinterher straight auf die Weihe zugelaufen ist, aber diese nicht gekriegt hat. Dementsprechend, alle Charaktere, die irgendwie rein Kampf, rein Magie hatten oder so, die waren super potent. Und ich war halt so ein Durchschnittstyp. Ich konnte halt ganz gut kämpfen. Und ich konnte ganz gut Magie machen, aber nicht für die Stufe, die wir hatten. So, zweimal. Und dann wollte ich noch Gewalt. Egal. Aber das war auf jeden Fall, der ist in Olport zur Akademie gegangen. Und das war noch lustig, weil wir hatten einen Krieger. Der hat vielleicht ein bisschen Gemimax, gebe ich zu. Der hatte irgendwie Magiekunde 7 am Anfang oder so. Und ich kam halt frisch aus der Akademie und hatte Magiekunde nicht gesteigert. Weil ich gedacht hatte, ja, nee, ich will das erste Mal einen Kampfmagier im DSA-System ausprobieren. Und ich hatte halt Magiekunde 4. So hattest du also quasi deinen Magier mit Magiekunde 4 und einen Krieger in der Gruppe, der allerdings auch geweihter war, der halt Magiekunde 7 hatte. Damit hat er mich die ganze Zeit lang aufgezogen und dann hatte ich irgendwann mal gesteigert. Und er hatte aber auch gesteigert, dann hatte ich nämlich hinterher 8 Punkte drin und er hatte auch 8 Punkte, dann war mir immer noch klar, ich habe mich wieder geärgert. Aber dadurch habe ich am Anfang ein bisschen on Olport gespielt und dadurch habe ich Olport sehr lieb gewonnen und es hat halt dieses Landflair und nochmal ganz krass durch die Akademie, wir kommen alle zusammen. Wir haben da Hexen, wir haben da Elfen, wir haben Druiden, wir haben sämtliche magische Repräsentationen, sind uns willkommen als Gasthörer, als Dozenten stellenweise. Ich glaube, das ist auch mit Grund oder so, warum Torvald hinterher oder zumindest die Olporter aus der Gilde rausgeschmissen wurden, oder? Der Hauptgrund ist, dass, also die Torvaler hatten vor Jahrhunderten schon Runenmagie, haben die dann verloren, vergessen, weil eben viele Olporter in irgendeinem Krieg gestorben sind. Dann haben sie angefangen, okay, vielleicht sollten wir doch Bücher schreiben. Das fanden wir bisher alles doof, aber vielleicht hat es doch so seinen Sinn.
Und das wurde in den letzten Jahren wiedergefunden. Und als das rauskam, meinte die Graue Gilde, her damit, das wollen wir auch. Und die Ulporte sagten, nö. Und dann sind die Ulporte aus der Grauen Gilde geflogen. Aber das wäre tatsächlich auch, also ich bin ehrlich gesagt zu keiner Torwartstadt so einen krassen Bezug, weil ich auch extrem selten bisher in Torwart gespielt habe. Ich habe mal den Anfang der Filiersong gespielt, das ist natürlich Torwart, aber ansonsten kann mich auch nichts in Torwart erinnern. Aber ich finde die Halle der Winde in Ulport tatsächlich auch eine sehr, sehr spannende Akademie. Eine sehr spannende Akademie. Und also allein so dieses, warte mal ganz kurz. Kein Problem. Halle der Winde, spannende Akademie, finde ich auch. Da kommt mein Charakter her. Dann kurze Anekdote zur Torwahl. Ich habe auch schon mal einen torwallischen Hellsichtmagier gemacht, der einfach und sich und allein aus dem Grund erstellt wurde, weil der Spielleiter gesagt hat, komm, wir spielen die Svafnir-Saga. Ich brauche noch einen Hellsichtmagier. Ich sagte, okay, dann brauche ich den Hellsichtmagier und habe mir einen Hellsichtmagier gebaut. Halb Elfe, halb Torwaler und der konnte trinken. Das musste sein. Also der erste Halbelf, den ich gespielt habe und dann gleichzeitig halb Torwalisch. Der hat Hellsichtmagie konnte und der hatte alles. Der hatte diesen siebten Sinn oder sowas, womit ich Hellsichtmagie noch erleichtern konnte oder so. Der ist komplett, der konnte nichts. Eine ganze Zeit lang konnte er nichts außer Astralpunkte für Hellsichtmagie. Wir haben sämtliche Artefakte analysiert. Aber in Kämpfen habe ich mich halt zurückgezogen, habe gedacht, hey, ihr macht das schon. Und habe hinterher zwangsläufig ein bisschen Stabkampf, damit ich zumindest irgendwie parieren konnte und aber was die anderen Leute gekommen das sind. Muss man sich erstmal zutrauen, einen nicht trinkfesten Torwaler zu erstellen. Also das wollte ich nicht. Das geht, glaube ich, nicht. Ich meine, allein ein nicht trinkfester Torwaler, um den Schlenker zurück nach Ulport zu machen, der schafft es doch gar nicht aus Ulport raus. Der überlebt das doch gar nicht, oder? Doch, aber, also ich meine, sie akzeptieren ja auch Elfen und die können erwiesenermaßen überhaupt nichts trinken. Wird wahrscheinlich, der wird sein Leben lang von Sport verfolgt werden, aber sag mal, es ist aber eher so, also im Torwalschen ist ja auch, dass das Beleidigen ist eine Kunst und auch deren, die mit der sensibel umgegangen werden muss. Weil, also du kannst sowohl zu einem, ist mal so einem ehrenhaften Zweikampf gefordert werden, wenn du jemanden beleidigst, oder alle finden es lustig und lachen darüber. Das ist halt schwierig, so diesen Mittelweg zu finden. Ich glaube, das können auch nur echte Torwaler und Torwalerinnen richtig. Was ich aber auch spannend finde, ist eigentlich überhaupt, dass man gesagt hat, hey, wir brauchen eine Hellsichtakademie, wir packen die nach Torwal. Weil ehrlich gesagt ist Hellsichtmagie das Letzte, wobei ich an Torwal denken würde. So, also Ulport passt super, so Wind- und Eismagie und Kapermagier. Das ist natürlich total logisch, aber Hellsicht? Und auch noch in der Hauptstadt von Torwal, also jetzt nicht mal irgendwo am Rand, sondern es ist so, das ist auch die größere Akademie, wenn ich mich gerade nicht irre. Das ist eigentlich schon faszinierend, finde ich. Das merke ich jedes Mal wieder, wenn ich so, also man, wenn man irgendwie ins Gespräch kommt, so Torwaler, Torwalerin und magisch begabt, bei Hellsicht, das finde ich immer wieder spannend. Ja, da sieht man mal wieder, dass in Torwalern halt einfach auch mal mehr steckt, als nur der blöde Krieger, ja. Wir haben in Ulport natürlich sehr schön diese Elementarmagie. Und in Torwal muss sie sich natürlich auch einfach ein bisschen abknapsen. Und ich fand es eigentlich ganz, ganz cool, dass es, also ich meine, in Andergast hast du das Kampfseminar, das sind die streitenden Königreiche, das liegt halt sehr nah. Und dass man in Torwal halt irgendwie was Exotisches nimmt. Vielleicht haben sie auch einfach nur gedacht, okay, wir haben die und die Schulen jetzt schon, jetzt überlegen wir noch in Torwal irgendwie noch eine Schule reinzupacken. Was fehlt uns denn noch? Hellsicht. Hellsicht in Torwal? Ja, wir machen mal die Hellsichtmagie. Vielleicht ist es so entstanden, ich weiß es nicht. Oder die Hellsicht war über, wir brauchen eine Hellsichtmagie. Oh, wo könnte ich hinpassen? Keine Ahnung, in Torwal haben wir noch nicht genug. Kennt ihr noch eine zweite Hellsichtmagie-Schule? Ja, die sind dann teilweise ein bisschen anders festgelegt, aber die Romulyser Magier sind ja quasi Spionagemagier und Magierinnen. Das ist auch Hellsichtmagie primär. Und ich meine, es gibt noch eine dritte, aber da bin ich gerade, die komme ich gerade nicht aus. Also Punin hat auf jeden Fall auch Hellsicht drin, aber Punin macht ja gefühlt alles, was irgendwie theoretisch ist. Aber ich meine, es gibt noch eine weitere Hellsichtlastige Akademie. Ja, wobei aber Punin ist ja also als Hauptding ist ja Artefakt, aber dass da Hellsicht mit dazugehört, ist halt irgendwo nachvollziehbar. Ja, ne? Also Hellsicht ist ja die Basis von jeglicher Magie. Theorie, wenn man ja so möchte. Ne. Aber es gibt dann, also Hellsicht ist ja auch manchmal so in anderen Bereichen drin, zum Beispiel wenn es Richtung Verständigungsmagie geht, ist Hellsicht ja auch ganz viel vorhanden, so Blick in die Gedanken und solche Zauber, sensibar, ist ja alles Hellsicht, wenn ich mich gerade nicht irre. Exakt.
hatte gerade noch einen Gedanken, den ich jetzt hier vergessen habe. Achso, IT-historisch ist das übrigens so, dass das durch Rohal geprägt wurde, nämlich als Rohal quasi an die Macht kam und dann auch sein Konzept verbreitet hat, hat er eben auch quasi die magische Ausbildung in Torval gildenmagisiert, wenn man so möchte, und hat eben die Akademie in Torval gegründet, oder eine seiner Schülerinnen hat es, glaube ich, gegründet, und Rohal hatte eben einen sehr großen Schwerpunkt auf Hellsichtmagie. Das ist IT die Erklärung, warum in Torval eine Hellsichtakademie steht. Quasi durch Rohal angestoßen. Wusste ich auch noch nicht. Bin ich aber auch erst gestern drauf gestoßen, beim Vorbereiten gestern drauf gestoßen. Übrigens auch etwas, was aus Torval stammt, was in ganz Aventurien verbreitet ist, ist Iman. Ja, das gute Iman-Spiel. Ja. Das ist gibt eine auch Torval-Disziplin. Gibt auch sehr berühmte torvalische Spieler und Mannschaften, wenn man sich mit dem Iman etwas beschäftigen will. Allerspätestens dann landet man in Havena natürlich. Ja, wir müssen ja also nicht drüber reden, dass die torvalischen Mannschaften natürlich nochmal, also muss man jetzt auch hier verteidigen. Ich glaube, Orkan Torval ist auf jeden Fall eine davon, die ist mir im Kopf geblieben, weil ich Orkan Torval auch vom Namen her super finde. Aber die haben, glaube ich, alle groß, also Torval hat nicht so viele Großstädte, aber wenn sie Großstädte haben, dann haben die auch immer eine Iman-Mannschaft. Aber es ist auch ein sehr torvalischer Sport. Also sehr rau, sehr, sehr direkt und halt auch dieses typisch raue Herzliche, was so Torval auch, finde ich, sehr begrifflich trifft, da ja auch sehr gut aufgefasst. Ich habe tatsächlich nur einen einzigen Torvaler gehabt, dem ich Iman-Spiel als Talent notiert hatte. Ansonsten ist das tatsächlich immer komplett untergegangen. Es wurde zwar hin und wieder, wenn es in einem Abenteuer mal vorgekommen ist oder so, vielleicht mal angeteased, aber ansonsten ist das leider sehr stiefmütterlich behandelt worden. Wenn man ehrlich ist, ist aber auch Iman-Spiel eigentlich auch ein bisschen irritierend, weil es ist halt, Iman ist ja schon orientiert so an den modernen Sportarten. Und gerade als Sportart, die überregional gespielt wird, mit Mannschaften, die sich über hunderte Meilen treffen zum Spielen, das ist eigentlich, historisch passt das nicht in die Zeit. Weil da gab es teilweise solche Sachen, also ich glaube ja irgendwo in Italien gibt es ja auch Städte, die seit Urzeiten dieselben Sportarten machen, das sind das dann die Stadtviertel, die halt auch mal eben um die Ecke gehen können. Das ist nicht eine Mannschaft für eine Stadt, sondern eben für jedes Viertel eine Mannschaft. Mhm. Wobei auch da, also ich glaube, bei den Torwandern hat man auch also ich habe immer so ein paar, ich muss ein paar Sachen ignorieren, damit ich Torwander gut in mein Aventurienbild reinfügen kann. Weil gerade dieses Konzept der Drachenschiffe, wenn man sich anguckt, was für Schiffe diese Drachenschiffe überfallen sollen, ist das eigentlich schon sehr fragwürdig. Also man guckt, was für Flotten das Horasreich oder Al-Anfa fahren und was für moderne Schiffe das sind. Die Drachenschiffe sind halt real historisch 300, 400, 500 Jahre älter und einfach viel zu flach. So, die kommen da nicht hoch, nicht vernünftig. Das wird inzwischen langsam angeglichen, also auch die haben neue Schiffe bekommen. Die Winddrachen sind quasi so eine Mischung aus Drachenschiff und modernem Dreimaster. Aber das ist immer sowas, was mir auffällt und was auch oft kritisiert wird an DSA, dass eigentlich Aventurien zu klein ist und historisch zu verschiedene Epochen zusammengeschmissen werden. Und da ist Torval, finde ich, sehr, sehr prägnant für, weil Torval doch sehr klar an so um 1000 rum orientiert ist, was das kulturelle und das technische Bild angeht, während das Horasreich ja eindeutig mehrhundert Jahre in der Zukunft liegt. Ja, das liegt halt einfach an den irdischen Bezügen und weil nicht nur, also es sind ja oftmals die verschiedenen Gebiete aus einer Zeit genommen, wo sie ihre eigene sozusagen Hoch-Ära-Zeit hatten. Ne? Und diesen Zeitausschnitt hat man dann genommen. Und wenn man als Spieler, kennt man sich natürlich auch ein bisschen mit Geschichte aus, hat man natürlich gleich sofort die Bezüge, diese geschichtlichen Bezüge. Wobei ich das gerade ja so toll finde, dass ich eben in den verschiedenen Epochen in einem einzigen Spiel spielen kann eigentlich, ja. Aber die dann natürlich miteinander zu verbinden, also jetzt so ein jemanden aus dem Horasreich so ganz, ganz modern auf den Torwalder treffen zu lassen, ist schon, fühlt sich komisch an. Ein bisschen hinterwälderisch, ne? Horasreicher, so die meisten der Bevölkerung können lesen und schreiben und sowas. Bei den Torvalern, die haben ja, glaube ich, irgendwie Kusliker Zeichen als Standardschrift, als moderne, und die ganz Gelehrten haben dann tatsächlich irgendwie noch jalnische Runen. Ja, ist natürlich, wird gerade versucht, quasi Kusliker Zeichen, auch Schreibweisen, die in Kusliker Zeichen schreibbar sind, in Torval mehr zu verbreiten, aber die jalnische Schrift ist noch üblicher und viele können auch nicht lesen und schreiben.
Aber die Kluft haben wir ja, ich glaube, Horas Reich ist da eine Ausnahme, ne? was diese Verbreitung, ich glaub, diese Bildungsverbreitung ist. An ganz vielen Stellen, dass da einfach verschiedene Zeitalter aufeinander passen. Und ich finde das auch in der Fantasy-Welt vollkommen okay. Ich glaube, es ist auch viel daraus gewachsen, dass einfach, also als das geschrieben wurde, hat man eben das darüber nicht nachgedacht, ob das so sinnvoll und passend ist, weil es noch viel kleiner war und auch, glaube ich, nicht so ernst war in den ersten ein, zwei Editionen. Aber gerade bei Torvar und Horasreich ist es natürlich sehr prägnant, weil dieser Konflikt ja konstant ist. So, die torvarischen Überfälle auf das Horasreich sind historisch und bis in die letzten Jahrzehnte. Also es gab noch vor 20 Jahren einen großen Krieg mit dem Horasreich, weil irgendwelche abtrünnigen Torvaler den Prinzen entführt haben und den Kelch der Raja. Was halt Torvaler so tun, ne? Ja, was Torvaler so tun. Volk. Rauben und plündern. Oder handeln. Als Handelspartner sind sie auch hochgeschätzt. So ist es ja nicht. Ja, und manchmal sind es auch kommt erst ein Handelsschiff und dann kommt einige Wochen oder Monate später die Otter auf Raubzug, weil man hat sich ja gut ausgespäht. Oder damit war da keine Hemmung. Erst kommt der Raubzug und dann kommt der Händler mit der eigenen Ware zurück. Ja, aber da hat ja jemand mehr was zum Weggeben. Was mir nur jetzt aufgefallen ist, und ich weiß nicht, wie sehr ihr da auch drin seid, ich habe irgendwie, also beim Lesen jetzt nochmal gemerkt, ich habe irgendwie das Gefühl, so in Torvald fehlt momentan so ein richtiger Metaplot oder so große Geheimnisse oder irgendwas, irgendwelche, also große Gefahren. Torvald ist halt Torvald, aber da, also ich habe, also auch beim, als ich in die Regionalspielfilme reingeschaut habe, irgendwie fehlt mir in Torvald aktuell so ein bisschen was Torvald verändert oder wo irgendwie eine große Bedrohung oder irgendwas, was in Torvald halt noch so einen guten Aufhänger bietet. Also klar, im Kleinen gibt es das natürlich, das gibt es überall, aber irgendwie fehlt mir da so was Größeres, was Greifbares, was Drastisches. Aber ich glaube, die größeren, drastischen Veränderungen sind tatsächlich erst mit den letzten Regionalspielhilfen und den Veränderungen gekommen und jetzt wird so ein bisschen regional, Wüstenreich ist, glaube ich, mit das beste Beispiel genommen, wo dann Gefahren und Änderungen anstehen. Torvald geschichtlich im Sinne von Publikation ist ja eine recht frühe Spielhilfe gewesen. Eine sehr umfangreiche, gut, nicht eine der frühesten, ich glaube. Zuerst kamen Nostria und Andergast. Da gibt es aber auch nicht die große Gefahr. Die haben halt ihren eigenen Konflikt gegenseitig. Aber die haben ja den. Nostria und Andergast hat sich eine Spielhilfe unter dem Westwind geteilt. Ja, das DSA, also ich glaube, wir sind gerade gedanklich bei den DSA 5 Spielhilfen, aber so. Andergast und Nostria haben ja ihren großen Plot mit den Ursachen dieses Konfliktes, die ja inzwischen metaplottechnisch aufgegriffen wurden. Danach kam noch Albernia und das Flussland. Ich weiß auch nicht, wie intensiv das da ist. Aber gerade bei Torvald, wo ein großes Crowdfunding gemacht wurde, wo auch das erste große Crowdfunding stattgefunden hat, wenn ich mich nicht irre, für DSA 5. Und was eine sehr beliebte und auch so eine sehr, 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 also auch in der Community sehr beliebte Region ist, war ich da, also keine Ahnung, vielleicht ist mir auch was entgangen, aber ich war irgendwie ein bisschen enttäuscht. Also falls jemand von euch, also von den Zuhörenden was hat, freue ich mich auch sehr, wenn ihr da reinpostet, was ihr so zum Metaplot im Torvald mitbekommt. Aber mir fehlt da irgendwie so ein bisschen was, habe ich festgestellt. Also nur auf Torvald bezogen ist es tatsächlich ein bisschen weniger, aber daher ist auch die ganze Regionalspielhilfe ein bisschen größer ausgeartet, die dann noch andere Gebiete natürlich mit dazu genommen hat. Aber ja, mir ist auch nicht aufgefallen, dass da ein großer Metaplot, zumindest innerregional wenigstens, etwas mehr da wäre. Vielleicht ist es auch deswegen, dass so ein bisschen die Torvaler eingeschlafen sind. Also das Einzige, was es gibt, ist halt, dass ein Torval-Charybdorot Zirkel existieren. Auch unter TorvalerInnen, die eigentlich anerkannt sind, nach außen hin natürlich noch weiter Swafni verehren. Aber das ist auch irgendwie nicht so richtig ausgearbeitet, hatte ich die Wahrnehmung jetzt beim Reinschauen. Aber das ist auch nur so mein Gedanke. Also das allgemein auch, so meiner, ich finde, Torvald wird auch gar nicht so oft bespielt. Also es ist eher so, dass TorvalerInnen woanders sind, aber es sind selten andere Leute in Torvald. Außer natürlich Filerson-Saga, ich glaube, die muss hier auch erwähnt werden, die ja in Torvald startet und zwei torvalische Kapitäne im Endeffekt begleitet und auch den berühmtesten Torvaler mit Aslai Fokvul Filerson. Aber das ist halt eigentlich auch schon DSA 2. Das ist schon eine Weile her. Ja, aber ich glaube, in DSA 4 war der Plot noch ein bisschen mehr in Torvald und um Torvald drin. Und dann DSA 5 ist das nicht wirklich so präsent.
Also vielleicht ist das ja auch ein Aufruf an Ulysses, Thorwall nicht zu stiefmütterlich zu behandeln. Eigentlich, also ich finde, ich habe es auch beim Lesen ja gemerkt, ich finde Thorwall als Region eigentlich total spannend. Also ich finde, du kannst auch super viel arbeiten, weil es ist halt so, du hast halt nicht überall Hochkultur, du verlässt die Stadt und du bist halt innerhalb von 50 Meilen gefühlt vom Meer im Gebirge. Du hast dichte Wälder, du hast allen möglichen Kram, wo du wirklich Geheimnisse verstecken kannst und wo du eben nicht auch immer quasi damit überlegen musst, okay, meine, was ist, wenn die HeldInnen sich jetzt an die Obrigkeiten wenden oder sollten sie das tun oder wie interagieren die damit oder irgendwelche Lokalherrscher, die da Ansprüche anmelden. Du kannst politisches Spiel betreiben, gerade in diesem demokratischen System hat ja auch plötzlich die Stimme einer Einzelperson viel mehr Gewicht. Und ich finde zum Beispiel auch, ich finde die Gordi und die Sea, die Thorwalschen, total spannend, oder die Sangara, die Thorwalschen Zauberbarden oder Bardin, die eben als Unheilsbringer verschrien sind, die man gleichzeitig von der Tür weisen würde, weil man eben Angst hat, das Unheil auf sich zu ziehen dadurch, sondern sie quasi eine Nacht beherbergt, aber noch erwartet, dass sie am nächsten Tag verschwinden. Da steckt so viel drin und es gibt auch spannende Charaktere, zum Beispiel, Tula von Skerdu ist die Thorwalsche Oberhexe, die halt so überhaupt nicht ist, wie man sich eine Hexe vorstellt, sondern wie man sich eine Thorwalsche Hexe vorstellt. Also durchtrainiert und eben eher einschüchternd als dieses typische Klischee von der Hexe, die entweder halt so die alte Vettel ist oder die schöne Katzenhexe. Obwohl es eine Katzenhexe ist. Gut, reißt sie vielleicht auf einer Barbarenstreitaxt? Ich wäre mir nicht bekannt, aber es würde ins Bild passen. Das körperliche Bild des Thorwallers bleibt, ne? Ob nun Weiblein oder Männlein eigentlich, ne? Ja. Wobei, aber, also stiefmütterlich sind sie ja nicht ganz. Also mit Wolves on the West Wind wurde ja versucht, durch eine Visual Novel so das ein bisschen den Thorwaler an Mann zu bringen, auch außerhalb vielleicht des Pen and Paper. Zugeben, das ist komplett an mir vorbeigegangen. Also ich möchte das schon, das ist ein Punkt, aber das irgendwie in meinem Kopf hatte ich überhaupt nicht im Hinterkopf, dass das gab. Gibt es auch tatsächlich mit schönen Zeichnungen ein Buch dazu, die Visual Novel. Kann man, glaube ich, ganz gut durchspielen, wenn man Visual Novels gerne mal sich anguckt oder spielt. Es ist jetzt kein Rollenspiel in dem Sinne. Es ist tatsächlich einfach eine Story, die man da liest. Ist ganz interessant. Es gibt auch Literatur, eigentlich genug zu Thorwall. Ob DSA 4 oder DSA 5 oder genug Romane oder die bekannte Phileasson-Saga. Ich glaube, da kann man sich genug Inspiration und Motivation, um ein bisschen in Thorwall oder ein Thorwaller zu spielen oder Thorwallerin. Im Prinzip, Rintaro, du bist ja nun wirklich ein waschechter, erfahrener Thorwaller mit einer Menge Charaktere. Was behaupte ich jetzt. Hast du vielleicht einen Tipp, was man sich so angucken sollte oder wie man sich Lust auf Thorwaller-Spiel macht als Charakter? Ich glaube, da muss man, also jeder Jack ist anders, sagt man bei uns im Rheinland. Ja. Und es gibt, glaube ich, entweder hat man, ich weiß, man kennt das ja so, entweder mag man Western oder man mag keinen Western. Entweder mag man Wikinger oder man mag keine Wikinger, weil sie zu grobschlächtig sind. Oder man mag Ritter, Mittelalter oder halt eher nicht. Da gibt es halt jedem so seinen Bereich, wo man dann vielleicht eher für angehaucht ist. Aber ich denke, wenn man jetzt so bisher gar keine Erfahrungen damit hat und du hast es jetzt schon ein paar Mal angedeutet, die Serie Vikings, wo ich sagen muss, also ich mag die Serie sehr gerne, aber ich glaube, die ersten drei Staffeln sind somit die besten. Meiner Meinung nach. So, danach ist okay, aber es flaut halt immer mehr. Es gibt einen gewissen Cut in dieser Serie, wo es, ich sage, danach lohnt sich es einfach nicht mehr. Hier Cut machen, abschalten und die Serie für gut befinden und danach nicht mehr weitergucken. So, und ich denke, wenn man mit der Art und Weise, wie die da vorgegangen sind, und wie gesagt, du hast es mit dieser Sklavenhaltung halt auch nicht, was ja auch mal teilweise in der Serie thematisiert wird. Wenn du
damit Spaß hast, dann wirst du garantiert auch mit dem Torwaler Spaß haben oder in einem torwalischen Abenteuer deinen Spaß haben. Wenn du jetzt aber sagst, oh, nee, das ist mir viel zu rüde und viel zu brutal und viel zu, ohne es jetzt böse zu meinen oder zu, ne, wie gesagt, jeder ist anders und hat seine andere. Nee, ich habe viel lieber in Punin oder so die magischen Theorien und spiele da lieber mein Abenteuer in der Umgebung auf und erforsche irgendwelche Artefakte, dann ist das, glaube ich, der Torwaler ist das jetzt weder, also weniger eine gute Spielwiese für diese Art Person, ja. Und da gibt halt auch noch ganz viel dazwischen und also entweder sind sie dir sympathisch und du kannst sie auch erstmal kennenlernen, wenn du vielleicht eine Spielleitung hast oder vielleicht auch selber als Spielleitung das machen möchtest und denkst, hey, ich nehme jetzt mal ein torwalisches Abenteuer, muss ja nicht direkt die Fidersson-Saga sein. Ich nehme jetzt ein torwalisches Abenteuer und will mich da mal reinlesen oder so, dann ist es ja schon mal ein guter Anfang. Oder und ansonsten ab ins Horasreich und dann hat man sie als Gegner. Es gibt so viele schöne Orte in Aventurien, da findet, glaube ich, jeder so seins. Und gerade wenn sämtliche Facetten oder mehrere Kulturen zusammenkommen, wird es doch erst dann richtig interessant. Weil dann kann man ein schönes Spiel machen und mit den unterschiedlichen Kulturen und gucken, okay, wer hat sich denn ein bisschen mit seiner Kultur auseinandergesetzt? Wie sieht denn der eine das? Wie sieht der andere das? Und man muss ja nicht immer Schubladencharaktere machen. Man kann ja durchaus, ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn man vielleicht mal einen Torwaler macht, der vielleicht eher das Prügeln mit Prügeln gar nichts anfangen kann. Und auch das Ganze, also klar, man mäht, okay, das gehört halt irgendwie dazu, bist du mit aufgewachsen. Aber dieses Bremer Feuer, nee. Warum nicht? Treffen dadurch sich kommt ein Devisität Zwerg, ein Magier so. Und ein Torwaler in einer Taverne. Hey, der Zwerg und der Magier, der Zwerg und der Torwaler verstehen sich hervorragend. Und wenn der Magier aus Olport kommt, haben die alle kein Problem, solange es nicht aufs Wasser geht. Ist doch alles super. Ich glaube, wo man auch Gedanken machen muss, weil das ist etwas, was ich immer wieder stolper. Ich würde gern Torwaler spielen, aber ich stolper allein über die Ausdrucksweise, weil ich automatisch in so ein gestochenes, höheren Sprachgebrauch verfalle und dieses Duzen und dieses Grobe in der Sprache ich einfach nicht hinbekomme und dann unzufrieden mit meiner eigenen Darstellung bin. Da soll man auch einen Gedanken daran verschwenden, wie man sich im Rollenspiel ausdrückt oder ausdrücken möchte und was man hinbekommt. Ich glaube, das ist mich immer ein guter Ratschlag, so ein bisschen darüber nachzudenken, was kann man darstellen. Ich möchte jeden dazu aufrufen, also auszuprobieren, aber manchmal macht man die Erfahrung, dass manche Dinge eben für einen selbst nicht so gut funktionieren, selbst wenn man die Konzepte total cool und spannend findet. Aber wenn ich ja. So, mach du erst, jetzt habe ich dich unterbrochen, bitte. Nein, red du gerne weiter, weil ich will gerne einen neuen Punkt aufmachen. Ah, okay. Kenne ich. Das habe ich nämlich, wenn ich jetzt einen Charakter mache. Ich habe, weiß ich nicht, jetzt einen Schwarzmagier aus Mirham gespielt, den habe ich tatsächlich mal gespielt. Der hatte so eine Prämisse, so von wegen vergoldetes Vorteil und vergoldetes Potenzial und offenes Potenzial. Das heißt, er war super arrogant, was so bei Leuten angeht, wo er denkt, okay, die haben ihr Potenzial verschwendet. Ja. Aber super nett wieder zu Kindern, weil er denkt so von wegen, ja, das ist ja noch alles offen. So. Das war ein interessantes Konzept, aber der hat auch sehr hochgestochen gesprochen. Und ich glaube danach oder davor, da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher oder so, habe ich halt was Einfaches gespielt. Das war, glaube ich, kein Torwal, das war, glaube ich, irgendwie ein Krieger oder so. Da bin ich aber auch mehr so ein bisschen ins Du oder sowas reingekommen. Und da bin ich aber auch öfter mal drüber gestolpert aufgrund des Switches. Aber wenn ich einmal im Charakter drin bin oder so, geht das eigentlich immer ganz gut. Sowohl dieses Hey Du, als auch sehr geehrter Herr, ich beneide das, weil ich merke, dass mir das immer super schwerfällt, nicht in vor allem das Duzen ist das Schlimmste. Also ich habe schon Probleme, meine Gruppenmitglieder nach einer Weile zu duzen und nicht ständig zu irzen. Aber vielleicht, also mit Blick auf die Zeit als letzte Frage, was wäre denn für euch so ein Hidden Gem, so ein Charakterkonzept, was in Torwal, was auch stimmig in Torwal ist, was gar nicht so ein Exot in Torwal ist, eine Exotin, was aber leicht übersehen wird? Habt ihr da was? Gibt es da irgendeine Idee in Torwal, die ihr Leuten empfehlen könnt, die einfach mal als spannendes Konzept, was super in Torwal reinpasst, was aber eben nicht so dieses Klischee entspricht, dem Klischee-Torwaler? Ich kann auch gerne anfangen, habt ihr mir Zeit zu überlegen. Mhm. Denn ich habe das auch schon unter der Hexenfolge, weil ich nicht dabei war, gepostet. Ich finde das Konzept eines Rabenhexers oder einer Rabenhexe Godi in der Verbindung. Also der torwalische Seher und die Rabenhexe ergänzen sich sehr gut in ihren Fähigkeiten, dem, was sie darstellen und bieten einen ganz anderen Zugang zu einer Hexe als Rolle, die eben durch den torwalischen Kontext plötzlich ein ganz anderes
ganz anderes Feeling hat und passt halt sehr in dieses abergläubisch-mythische, was in Torvald eben so verbreitet ist, weil Aberglaube ja eine ganz große Rolle auch in Torvald spielt, finde ich sehr gut rein. Ist aber nicht das, woran man denkt, wenn man an Torvald denkt. Deswegen, das kann ich nur ans Herz legen. Ich habe es mal kurz gespielt, aber ich finde das Konzept sehr spannend und kann mir auch vorstellen, das nochmal zu spielen, auch wenn ich wieder in der Sprache immer struggle. Also wo ich hätte jetzt nichts aus irgendeiner Regionalspielhilfe oder ähnliches genommen, aber wo ich Inspiration für Charaktere oder Personen oder ja, fürs Spielen tatsächlich mir ziehen würde, wäre das aus der nordischen Mythologie. Also ich persönlich finde die an sich sehr spannend. Ich glaube, da kann man auch noch zusätzliche Dinge mit reinbringen, die vielleicht gar nicht so offensichtlich in Torvald oder in den Regionalspielhilfen drin sind. Absolut. Klau, damit dein eigenes Universum spannender wird oder so wird, wie du es gerne möchtest. Also nicht umsonst ist in den meisten Rollenspielwerken vorne als erstes drin. Hey, seht das als groben Rahmen und wenn euch irgendwas nicht passt, schmeißt es raus. Und wenn euch irgendwas fehlt, nehmt es mit rein. Genau. Und für Charaktere und Hintergründe und vielleicht irgendwelche spannenden Twists kann man sich, glaube ich, an der nordischen Mythologie, an den Göttern, an den nordischen Göttern und allem, was da dran hängt, ganz gut dran orientieren. Gut, und wenn du ein Gjallskalender-Wolfskrieger plötzlich in Torvald spielst? Das ist ja auch Gjallskar und also Gjallskar und die Torvaler haben ja eigentlich auch eine lange Geschichte an Konflikten, auch wenn sie eigentlich alle von den Hjaldingern abstammen, genau wie die Fjarninger. Die sind sich gar nicht so gut freuen, was vor allem daran liegt, dass die Torvaler auf See fahren und Gjallskar und Fjarninger die See eher als negativ und als Schrecken wahrnehmen. Und in war es nicht so, dass ich glaube, die Gjallskalender waren das, glaube ich, die Leute an ihre Bäume spannen und per Katapult irgendwie ins Wasser schleudern oder irgendwie sowas? Will das weder ausschließen noch bestätigen. Ist egal, ist nicht Torvald. Aber ich hatte mal einen Tierkrieger dabei, der hat irgendwie sowas mal erzählt. Ich weiß nicht, ob es auf seinen Mist gewachsen ist oder ob es tatsächlich irgendwie aus der Regionalspiele. Zumindest fand ich diese Vorstellung sehr abstrus. Da war auch Svafnir oder ich glaube leicht anders benannt und da war es irgendwie auch so ein bisschen Unheilsbringer oder so. Ja, genau, der Totengott und das, also so, aber ein negativ belegter Totengott ist Svafnir. Mit Z, ich bin mir gar nicht mehr sicher, bei den Fjarninger oder bei den Gjallskern, einem der beiden Panther kommt der auf jeden Fall vor. Zwanvier oder so hieß der da, glaube ich, auch. Oder so, ja. Sehr nah dran auf jeden Fall. Ich muss sagen, wo wir jetzt so, ja, fast eine Stunde oder eine gute Stunde über Torvald und über die Sachen geredet haben, tatsächlich macht es mir dann doch wieder ein bisschen Lust, vielleicht mal was in der Region zu spielen. Also irgendwie, wie Atta schon gesagt hat, leicht übersehen und vielleicht ein bisschen eingeschlafen. Aber ich glaube, wenn man so ein bisschen sich wieder damit beschäftigt, findet man sehr, sehr viele und spannende Dinge darin, die nicht nur, ich sag mal, dem typischen grobschlächtigen, fluchenden Torvaler entsprechen. Nee, man kann ja zum Beispiel auch als Inspiration, wenn man mal jetzt von dieser einen Serie, die wir jetzt schon mehrfach genannt haben, abgehen oder zum Beispiel so grob in den Rahmen von Skyrim geht oder sowas. Ja, das ist ja auch Nordmänner viel vertreten oder so, dann kann man halt mal als Abenteuer irgendwie so ein Grab mit ein paar Draugen oder sowas finden. Warum nicht? Da gibt's viele Dinge, die man schön in Torvald mit reinpacken kann, wenn man jetzt nicht so unbedingt zu 100% kanonisch im DSA-Universum bleiben möchte. Und es muss auch nicht nur ein Seeabenteuer sein. Ich glaube, man kann auch genug innerländische Abenteuer ohne die See, ohne ein Schiff spielen. Kannst auch sehr schön Atmosphäre mit viel Schnee irgendwie in den Bergen oder sowas machen. Das geht schon. Du hast ja wenn ihr ein Abenteuer in Torvald machen wollt und braucht noch einen Spieler, sagt mir Bescheid. Du hast mit den Alben, die ja so ein Sammelbegriff sind für alles Trolle, Feen, Kobolde, alles wird dann als Alben zusammengefasst, ja sogar diese auch wirklich in Natur als mysteriösen Ort noch sehr klar verankert. Und es ist halt einfach nicht alles so erforscht wie im Mittelreich, wo man jeder zweite Wald eigentlich kartiert ist und jeder Baum eigentlich bekannt ist, sondern es ist eben noch sehr wild, weil das meiste passiert eben zu Schiff und nicht zu Land. Deswegen gibt es auch kaum Straßen und Wege. So eine Reise über Land ist dann auch sofort ein Abenteuer für sich, wenn man das richtig ausgestaltet.
Bei dem haben wir festgestellt, dass es kaum Abenteuer gibt über diese Inselgruppe, die sich da nordwestlich von Torwall herschifft. Also da hast du jede Menge Unkandiertes, sage ich schon. Unkartiert, ne? Ja, genau. Also man sollte keine Wörter nehmen, die man nicht hinkriegt. Das ist vielleicht ein ganz gutes Ding. Aber da hast du, also du hast genug Sachen noch, die unbespielt sind, wo man sein eigenes Abenteuer mit reinpacken Richtig. Kann. Richtig, wo man auch ein bisschen Mystik und Mythisches und Unbekanntes oder eben noch ein bisschen die eigene weite Fantasie ein bisschen mehr spielen lassen will. Das ist der Teil, wo man so, da kann ich jetzt mich austoben, ohne dass ich, sage ich mal, dem geschriebenen Wort der DSA-Erscheinungen widerspreche. Umgekehrt hat man aber auch, wenn man sagt, meine eigene Fantasie, ich brauche was an die Hand, was mich inspiriert, womit ich spielen kann, hat man eigentlich genug Material auch da. Also aus der Region gibt es, glaube ich, genug. Regionale Abenteuer gibt es, glaube ich, sogar 2 oder 3. Es gibt ein Solo-Abenteuer, ein Torwalsches Solo-Abenteuer. Also auch das kann man sich zu Gemüte ziehen. Wie gesagt, eine Visual Novel, wenn man am Computer so ein bisschen eine Geschichte erleben will mit wirklich schön gemalten Bildern. Also die sind wirklich schön DSA, wenn man die Grafik von DSA 5 jetzt mag, sage ich mal. Ne? Also ganz wertfrei. Ja, damit kommen wir aber eigentlich auch schon fast zum Ende unserer heutigen Podcast-Folge. Es gibt sicherlich noch eine Menge, wo man ausschweifen könnte. Gjallskaf, Jadinger, also wir könnten noch jede Menge reden, aber wir haben es ja heute eigentlich genau auf Torwall beschränkt. Falls ihr das hier bei YouTube gehört habt oder wenn ihr es woanders gehört habt, geht doch auch gerne bei YouTube kurz rein und schreibt uns doch einfach mal eure Lieblingsflüche, die torwallischen Flüche. Die würde ich ja gerne mal hören, was es so an euren Lieblings torwallischen Flüchen gibt, weil mir geht es so ähnlich wie Atta. Das Fluchen würde mir, glaube ich, ganz schön schwer fallen. Ich bräuchte eine Liste, was ich, um mir diese Sprache sozusagen ein bisschen beizubringen. Eiharangas Arsch oder sowas, dann hast du doch schon deinen ersten. Ja, wunderbar. Ada, was fällt dir denn ein? Das ist geil, was mir einfällt, was für die Torwalder die schlimmste die Verfluchung, also wirklich negativ ist, ist, geh doch in den Nebel. Um das vielleicht auch mitzugeben. Ja. Großartig. Eine Anekdote muss ich noch loswerden. Ich habe eine schwarzmagische Gildenmagierin gespielt, die auf einem torwalischen Boot war, mitten im tiefsten Nebel. Dieses ganze Langboot war voller gestandener Torwaler, muskelbepackt. Ich, thulamidische Schwarzmagierin. Und plötzlich hat, also alles voller Nebel, und plötzlich hat man so ein Bimmeln im Nebel gehört. Und ich hatte keine Ahnung von dem Abenteuer. Man hat mich hinterher gefragt, wusstest du das oder so? Ich so, nein. Der Spielleiter hat die Stimmung sehr schön aufgemacht, dass es wirklich so ein bisschen mystisch ist und hast du nicht gesehen. Aber ich habe mir gedacht, okay, gut, ne, alle haben Aberglaube auf dem Schiff. Und Nebel ist ja ein Ding für die Torwaler. Und dann ist meine Torwalerin, sage ich schon, Schwarzmagierin aus Fasar, ist dann einfach zu dieser Glocke am eigenen Schiff gegangen und hat da gebimmelt, mein Gott, ey, das ist ja wahrscheinlich irgendwie, was weiß ich nicht. Bis dann plötzlich dann man von woanders aus dem Nebel, wo die Glocke herkam, gehört hat, oh, da sind doch welche, Ausweichmanöver oder so. Weil hätte ich nicht geklingelt, dann wären die wahrscheinlich zusammengefahren oder sowas. Weil sie gegenseitig gesehen hat und alle Angst hatten, oh mein Gott, was sind das? Das sind Totengeläute oder sowas. Das ist natürlich echt ein schöner Twist. Ja, das ist schön. Aber das macht es halt aus, wenn eben fremde Charaktere oder andere Charaktere, hätte man jetzt nur Torwaler auf dem Schiff gehabt, alle mit Aberglaube, dann alle in Angst und keiner wäre auf die Idee gekommen, eine Glocke zu läuten, gegenzuläuten. Warum? Natürlich sind man hätte aber auch keine Spielverderberin gehabt, die das dann einfach gemacht hätte, sondern man hätte diese Stimmung weiter gehabt, was ja auch ganz gut sein könnte. Also so oder so. Ja, aber daran sieht man mal wieder, als Meister muss man dann doch öfter spontan handeln, weil die Spieler nicht immer das tun, was man vielleicht von den Spielern gerade erwartet.
damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge. Schön, dass ihr dabei wart. Und ja, falls ihr irgendwelche Themenwünsche habt oder als Experte oder Expertin mit uns einfach mal reden wollt oder nicht unbedingt Experte, aber über euer Lieblingsthema in Aventurien oder DSA, meldet euch einfach, schreibt uns einfach an und dann nehmen wir einfach zusammen was auf. Rintaro, ich weiß es tatsächlich nicht. Findet man dich irgendwo oder bist du exklusiv bei uns? Ich bin momentan alle 2 Wochen bei der Koali zu sehen, bei den Sternenträgern, als Weidener Krieger. Ansonsten sporadisch. Bei Katz und Wolf war ich zum Beispiel mal bei dem einen oder anderen Talk auch mit Koali. Aber ich glaube, bei Koali bin ich am ehesten gesehen bisher. Aber ich mache es halt nur rein hobbymäßig. Ich habe keinen eigenen Kanal oder sowas. Aber da findet man auf jeden Fall Rintaro. Und sollte jemand von euch einen Torwaler brauchen. Ja, spielen tue ich immer Torwaler immer gerne. Das ist überhaupt gar kein Thema. Und wir haben auch einen hervorragenden Torwali. Grüße gehen raus ans Live. In der Sternträgerkampagne von Koali. Also gerne mal reinschauen. Der spielt den sehr, sehr schön. Auch wenn er selber sagt, er hat nicht wirklich viel Ahnung, aber dafür macht er ihn sehr toll. Ja, wunderbar. Da könnt ihr euch dann gleich direkt ein bisschen nochmal Torwaller Inspiration holen. Ja, wir wünschen euch bis zur nächsten Folge wunderschöne torwallische Stunden und bei Svafnir. Das wohl. Das wohl, ja. Tschüss. Tschüss. Tschüss.